Die nächsten Augen warten, Freunde. 9 Stück sind gemacht. Das 10., 11. und 12. will nicht lange auf sich warten lassen. Wir haben echt schon sehr guten Progress mittlerweile gemacht auf unserer Insel. Ein paar Sachen gibt es noch. Wir haben noch 6 Augen, die wir machen müssen. Die haben wir noch gar nicht gemacht. Oh, damn. Vielleicht gehen wir auch in die Richtung mal rein. Wir haben immer noch unser Mechanical Eye. Wir warten immer noch auf einen Wandering Trader nebenbei, damit wir das nächste Auge von dem Cage bekommen können. Wir müssen ja diesen Frosch hier drüben traden. Da steht auch noch an. Mal gucken. Ich bin gespannt, wann wir da reingehen. Und ansonsten haben wir doch das Mechanical Eye, das Piglin Eye, das Nether Eye, das Black Eye, das Undead Eye und das Magical Eye. Ich habe gerade nicht ganz gecheckt, dass wir die noch haben. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen auf die. Ich weiß, dass wir diese Flagge noch irgendwo haben. Haben wir die noch hier drin? Wir haben die noch hier drin. Die Piglin Flag. Geil, ich habe die extra aufgehoben. Das ist ziemlich cool, weil ich die eigentlich damals auch schon relativ besonders fand. Und dann brauchen wir ein Soul Pedestal und ein Soul Crystal Shard. Around the Soul Pedestal, insert appropriate items. Use a filled Soul Crystal Shard to give the shards contain souls. Ach du meine Güte. Okay, ich glaube, das wird sehr wild. Wir craften mal. Hoffentlich. Bro, okay, what? Crystal, Soul Steel, Pedestal, Soul Slate. Deep Slate in Soul Sand. Okay, check. Können wir machen. Wait, ging das? Einen hat er gemacht. Oh, wie geil das aussieht. What? Ey, aber geil irgendwie. Die Sachen, die Partikel davon sind richtig cool. Ey, ich wünschte, sowas würde es mehr an Vanilla geben. Okay, wir wandeln um. Und dann craften wir aus dem Ding jetzt schon mal das Ding hier. Das normale Pedestal. Und aus dem können wir uns dann das Crystal machen, indem wir Soul Steel. Und das ist Eisen mit einem Soul Sandstone Brick in der Mitte und Soul Powder. Ach du meine Güte, wo sind wir hier gelandet? Da kam ordentlich was zusammen gerade. Alter, wie es da brutzelt. Wir haben unser Soul Powder. Ah, das verdoppelt sich sogar. Cool. Und das können wir jetzt zu dem Soul Powder Block craften. Den machen wir hier außen rum. Zünden das an. Und jetzt kann hier in die Mitte ein Eisen Ingot. Ey, ich bin gespannt. Das ist irgendwie geil. Das ist, irgendwie, fühlt sich gerade an, als würden wir irgendwie so Rituale und sowas machen. Und das scheint zu gehen. Oh. Das verbraucht sich. Dann haben wir den Kollegen hier. Das Crystal-Ding schon mal davon. Und dann brauchen wir nochmal 2 von denen. Ah ne, wir brauchen noch Soul Steel und den Soul Steel Block. Und das ist... Okay, Soul Steel ist das hier. Hatten wir nicht noch 2 übrig? Nee, dann brauchen wir nochmal sehr viel mehr davon. Oh, dann brauchen wir nochmal super viel Glowstone. Okay, sehr geil. Okay, das ist Step Nummer Uno. Jetzt brauchen wir außenrum die Crystal Pedestrials. Aber wie viele? Ah, 4 Stück? Wie viele sollen wir davon placen? Vielleicht wird es auch angezeigt? Nee, I don't know. Machen wir dann 4? Oh, dann brauchen wir nochmal viel mehr. Ich würde sagen, wir machen jetzt spontan einfach mal 4 Stück, oder? Und wir bauen auch noch diesen Soul Shard. Das wollen wir mit Quarz. Okay. Ponder the eye to see how spawn a golem. Wow, wie viele das sind. Use a Soul Shard coming from Iron Golem. Okay, warte, warte, was? Summon and defeat the Blackstone Golem. Bro, wer ist er denn? Build the Soul Pedestal Structure in the Nether. Use a Soul Crystal Shard containing an Iron Golem on the Pedestal. Okay, und was sind das hier für Dinger? Wir brauchen einen OP-Gap und solche komischen... Was sind das? Diese Dinger hier, Gilde Blackstone Shards. Die kriegen wir gedroppt von der Piglin Brood. Haben wir welche davon? Wir haben einen einzigen davon. Bro, das ist ja über viel Stuff. What the fuck bist du? Alter! Wir brauchen einen Gilde Blackstone Shard oder mehrere davon, um den Golem zu beschwören. Und die kriegen wir eben von den Dudes hier gedroppt. Oh nein, das ist das Falsche. Netherite Fragment, das will ich nicht. Piglin Brood, Gilde Blackstone. Vielleicht kriegen wir das auf dem Abbauen, oder? Oh, let's go. Okay, dann brauchen wir trotzdem noch sehr viele, ne? Wie viel brauchen wir insgesamt? 1, 2, 3, wir brauchen 5 Stück. Okay, dann lassen wir noch gucken, ob wir noch ein paar Broods haben. Wow! Wer war er denn? Wir haben alle 5. Und ich glaube, damit sind wir good to go. Ah nee, warte, wir müssen das hier aufbauen. Ah, wir brauchen noch mehr solche Dinger. Und dann probieren wir jetzt mal ganz kurz. Weil in dem Ponder-Ding stand, glaube ich, dass wir nur die normalen Dinger hier brauchen. Also im Menü steht zwar, wir brauchen die besseren. Aber im anderen sah es so aus, als könnten wir auch einfach die hier usen. Und dann den hier, ein OP-Gap. Und dann brauchen wir noch einen Soul-Crystal. Da brauchen wir mit Quarz. Okay. Und da drin dann einen Iron-Golem. Bup. Yes. Okay, wir haben unseren Crystal. Und it's Golem-Time, Freunde. Butz. Wir haben unseren Soul-Crystal hier. Er macht gar nichts. Iron Golem. Soul-Crystal contains Iron Golem. Okay, sehr, sehr cool. Dann, boah, jetzt bin ich gespannt.
Alter, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Wir haben gut was zu essen dabei. Lass uns mal auf eine freie Fläche gehen, zum Beispiel drüben. Und dann versuchen, das Ritual aufzubauen. Wir brauchen nämlich einmal das Soul Pedestrian in der Mitte. Und dann zwei Blöcke Abstand über hier außenrum. Und dann die hier noch außenrum. Nein, uns fehlt einer. Oh, Pain. Und der kommt hier hin. Und jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe, wenn das Ganze nicht geht, dann müssen wir uns nochmal sehr viel mehr Glowstone farmen. Aber, oh, da bin ich down für. Auf dem Wither habe ich gar keine Lust. Der Wither war mir hier ein bisschen zu stark in dem Modpack. Aber wir gucken. Wir brauchen 5 Stück von denen. Wir brauchen hier 4 und dann einen hier. Also wenn wir hier jetzt einfach mal anfangen Richtung Norden oder so, dann brauchen wir den hier. Oh, das waren 5 Stück. Ja, moin. Den hier, den hier, den hier, den hier. Dann den hier. Hier oben kommt ein OP-Gap drauf. Bro, ich bin wirklich, wirklich gespannt, was jetzt gleich passiert, ne? Und dann eigentlich nur noch den Soul Crystal in die Mitte davon. Ey, ich habe ein bisschen Angst. Okay, aber es passiert nichts, oder? Nee. Oh, hier ist eine Piglin-Fahne. Oh, tschu, da ist noch was Falsches. Okay, warte, wir müssen noch mal was holen. Oder habe ich die dabei? Dann bin ich jetzt sehr gespannt, was passiert. Ey, ich habe ein bisschen Angst. Das Ding sah sehr, sehr, sehr krass aus, ne? Geht es oder nicht? Nee, sehr antiklimatik. Wir machen noch einen Try. Diesmal droppen wir. Nee, das geht auch nicht. Das war schon richtig, was wir gemacht haben. Mann, mein Chat hat mich verarscht. Ich hoffe mal, es ist so ein nerviger Spot, wo wir eigentlich sind, ne? Ich hoffe mal, jetzt geht das Ganze. Und jetzt sind es die richtigen Teile davon. Wir brauchen wieder 4 Stück von denen hier. Ein... Was habe ich denn jetzt gemacht? Bro! Alter, wurde ich verarscht. Was ist denn jetzt los? Die kann ich da gar nicht drauflegen. Place Crystal Pedestrians around the Soul Pedestrian. Insert the appropriate items. Und jetzt hat er da einfach so Quatsch gemacht. Hä? Jetzt ist er einfach so zerbrochen, zerscheppert. Wieder zurück Richtung Spawn. Und jetzt wollen wir hier einfach ganz quick irgendwie... Ja, sollen wir so Richtung Westen gehen? Ich will irgendwie aus dem Source Valley raus, um mal zu gucken, ob es irgendwie mit dem Biorum zu tun hat oder so. Wir gehen einfach mal in den Netherways oder so und dann probieren wir das Ganze nochmal. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall alle Sachen ready. Und wir haben auch definitiv die richtigen Blöcke dafür. Deswegen muss es ja einfach nur funktionieren jetzt. Wir müssen nochmal rechts klicken. Oh mein Gott, okay, das war jetzt der absolut denkbar dümmste Stop, den wir hätten usen können dafür. Bro. Wie er hier steht. Alter, was geht ab, Bro? Dann war es die ganze Zeit schon richtig. Oh, nee. Okay, warte mal. Kommst du hier irgendwie wieder raus? Oh mein Gott. Okay, chill kurz bitte. Was hat er mir gegeben? Mining Fatigue, Hunger und Slowness. Oh, ja, top. Alter, du bist der Beste. Da waren wir ein Lava-Fight. Ist mir doch egal. Oh mein Gott, hat er viel HP. Guckt euch mal seine Health Bar an. Aber er ist ein bisschen PPL stuck da, wo er gerade ist, ne? Guck mal, willst du nicht hier rauskommen? Sollen wir nicht einen richtigen, coolen Fight machen so? Ist nicht ein bisschen geiler? Ja, aber jetzt geh bitte nicht wieder in die Lava. Oh, bitte geh nicht wieder in die Lava. Oh, Macher. Er ist ein Macher. Wenn du mich jetzt noch rauslassen würdest, damit wir kämpfen können, wäre richtig strong. Oh mein Gott, ich kann nichts machen. Ich habe meine Fatigue 500. Komm noch her. Was macht er? Das sah aus, als hätte er mir eine Rose gegeben. Als hätte er mir irgendwas anbieten wollen, oder? Er hat einen Babygolem gemacht. Wait, was passiert hier? Warum macht er ganz viele Babygolems? Also ich will jetzt nicht gemein sein, aber das ist jetzt nicht der most intense fight, den wir gerade an den Tag legen gegen den Dude. Alter, ist alles okay mit dir, Bro? Soll ich dir was abnehmen? Oh! He changed? Ist er jetzt so ein Soulfire-Golem? What? Ey, let's go, Freunde. Wir haben das Nether-Ei gefunden. Irgendwie sind die Fights nicht so spektakulär, wie ich mir die vorstelle. Also in den Dude hatte ich ehrlich ein bisschen mehr Hoffnung, als das, was jetzt im Endeffekt daraus wurde. Was war das denn? Der stand einfach nur rum und hat Babygolems verschworen. Ich habe ihn in den Arsch versohlt. Ja. Auge Nummer 10.